wartete in diesen entscheidenden Fünften. Und der sowas zurechtlaufen lässt. Jetzt sind es die Matchbälle. Sauber war der nicht getroffen. Aber bei beiden jetzt oftmals die Szenen, dass man gar nicht reagieren kann, weil man einfach auch da nicht mehr wegkommt. Fast wie festgeklebt. Das ist nach 4 Stunden komplett normal. Mit dieser Intensität, mit dieser Dramatik. Vor allen Dingen im Vierten. 2 Matchbälle. Alles andere als unverdient für Murray. Murray sofort mit dem Ruf Challenge. Immer nochmal Valverde, den er aus spanischen Zeiten kennt, ehemaliger Spieler, der ein guter Freund von ihm wurde, der ein Spezialist auch ist, um Taktik herauszufinden, der ihn ja mal alleine sozusagen betreute, dann die Gegner sehr gut beobachtete, alles haarklein aufschrieb. Der ist aus! Es ist geschafft. Andy Murray, der über die Gesamtstrecke dieser Partie der etwas bessere Spieler war. Das muss man ganz klar sagen. Und natürlich fair, wie Federer gratuliert. Er steht also erneut im Finale bei einem Grand Slam Turnier. Der US Open-Sieger. Eine starke Leistung von ihm. Sein 6. Grand Slam Finale wird das sein. Sein 3. hier im Melbourne Park bei Grand Slam Turnieren, denn da hatte auch den großen Fred Perry eingeholt. Wie im letzten Jahr im Halbfinale gescheitert, der Mythos lebte wieder auf. Immer wieder Federer, der sicherlich die besten Chancen auf seinen 18. Grand Slam Titel hat beim Wimbledon Turnier, der aber heute einem unter dem Strich tatsächlich besseren Spieler unterlegen war. Roger Federer, ein tolles Turnier von ihm. Das ist eine Huldigung an einen Mann, der uns auch in dieser Partie wieder so viel Spannung gebracht hat. Murray ist da, Courier auch. Andy, du hast gegen ihn oft gespielt, du hast gegen ihn auch gewonnen, zum ersten Mal jetzt bei einem Grand Slam Turnier, 5. Satz. Wie war das? Wie hast du das verkraftet nach dem 4. Satz? Das ist immer schwierig gegen ihn, wenn er sein bestes Tennis spielt, wie über seine gesamte Karriere. Bei dem 6-5, dann hat er unglaubliche Schläge produziert, hat diesen Tiebreak sehr solide gespielt. Ich habe gesagt, Mensch, weiter kämpfen. Dann hat er ein paar Fehler gemacht zu Beginn des 5. und da war ich da. Vor dem Spiel gegen Novak, du musst bereit sein für Schmerzen. Bist du wieder bereit? Ja, jedes Mal, wenn wir gegeneinander spielen, dann ist das ja ein sehr physisches Match. Er ist ein so toller Läufer da. Also lange Ballwechsel wird es geben. Auf jeden Fall, der Schmerz wird kommen. Ich hoffe, dann ist es auch ein gutes, wenn es schmerzhaft ist. Andy Murray, der sehr gereift ist insgesamt als Person, den viele auch jetzt schätzen gelernt haben als überragenden Sportler. Das ist er ja sowieso. Und er steht im Finale. Und damit also Neuauflage gegen Djokovic. Da liegt er im direkten Vergleich 7-10 zurück. So, jetzt gibt es noch ein paar schöne Bilder und natürlich der Hinweis, das Finale der Ladies morgen. Azarenka gegen Lina. Lina, leichte Favoritin gegen die Titelverteidigerin, die ja genauso die Nummer 1 bleiben wird wie Novak Djokovic. So, das war doch ein richtiger Aufgalopp für dieses spannende Finalwochenende, was wir dann erwarten. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht. Bleiben Sie dem Sport, vor allen Dingen dem Tennis, gewogen. Viel Spaß noch heute, wenn Sie mögen, im weiteren Podcast.